Zwei Freundschaftsspiele und noch ein paar wichtige Entscheidungen für Frankfurt, Leverkusen und Leipzig. Geht es ja noch um etwas. Der sechste und letzte Spieltag der Champions League Vorrunde jetzt bei den Wettfreunden. Finale in der Champions League Vorrunde, sechster Spieltag. Hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid. Ich habe mich nochmal locker gemacht, aber der Jan, ja, wie gewohnt im Feinswürgen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, Olli. Ne? Das ist wieder die Ärmel hochgekrempelt jetzt für. Ja, genau. Ärmel hochkrempeln, richtiges Stichwort. Ja, kündigt sich ja an, dass es doch eine sehr erfolgreiche Vorrunde für die deutschen Mannschaften werden könnte. Ja, im Idealfall kommen vier Mannschaften durch. Mhm. Die fünfte landet in der Europa League. Hätte durchaus schlimmer kommen können, ja, wenn man sich da mal anschaut, wie es so in Spanien aussieht zum Beispiel. Ja, wenn Barcelona bald auf dem SC Freiburg treffen wird. Ja, das könnte für den Sportclub sogar gut ausgehen. Ja, aber mal schauen. Ja, Zukunftsmusik und nicht auf dieser Welle. Ja, wir begleiten dann die Europa League-Teilnehmer wieder erst im Finale. Ja, das hat ja gute Tradition. Ganz anders in der Königsklasse, wo eben dann einigen Teams doch noch harte Arbeit bevorsteht. Ja, und ein richtiges Finale in einer extrem engen Gruppe. Ja, wirklich der Hammer, wenn man sieht, wie es in anderen Gruppen doch schon seit Wochen alles klar ist. Aber in der Frankfurter Gruppe für alle Mannschaften noch alles drin. Aber die Eintracht muss liefern, und zwar bei Sporting. Ja, da müssen sie dringend liefern, weil das Hinspiel ging mit 13-0 verloren. Und ja, wie du sagst, in der Gruppe D ist alles drin. Also da kann wirklich noch sehr viel passieren. Eigentlich muss die Frankfurter Eintracht ja in Lissabon gewinnen, um weiterzukommen, gehe ich mal doch von aus. Und ja, sie müssen gewinnen, um weiterzukommen. Ja, und ein Remis könnte selbst für die Europa League zu wenig sein, ja, wenn OM gegen Tottenham gewinnt. Ja. Nicht auszuschließen, ja. Sieg wäre schon gut. Gehe auch davon aus, dass die Frankfurter da auf Sieg spielen werden und müssen. Müssen sie, ja, aber ja, die Wettanbieter haben gewisse Zweifel. Ja, leichte Außenseiterstellung für die Hessen, eine 3,0. Aber ja, Sporting gar nicht so weit weg mit einer 2,45, unentschieden 3,6. Hm. Ja, und gibt ja durchaus Fakten, die für die Eintracht sprechen. Ja, die letzten 6 Europa League Champions, die dann ja in der nächsten Saison in der Königsklasse antreten durften, sind alle durchgekommen. Ja, das heißt, Tradition verpflichtet. In diesem Fall müssen die Frankfurter liefern. Ja, haben vor allen Dingen eben eine ganze Menge gut zu machen. Ja, du sagst, dass das Hinspiel 0-3 eigentlich eine sehr gute Runde gespielt, die Hessen, muss ich sagen. Ja, sehr ordentlich, gegen OM sowieso. Das hat sie am Rennen gehalten letzten Endes. Ja, gegen Tottenham haben sie eigentlich auch eine ganz gute Figur gemacht. Zu Hause ein durchaus leistungsgerechtes 0-0. Auf der Insel, ja, da waren sie schon der verdiente Verlierer, aber wäre auch durchaus noch was drin gewesen in einer sehr heißen Schlussphase. Haben sich teuer verkauft, ja, und jetzt müssen sie eben auswärts wieder zeigen, dass sie es eben können, ja, und vielleicht gar kein Nachteil, dass es auswärts ist, weil das ja in der letzten Saison schon ihre Leib- und Magenstrecke war. Ja, haben sie ja so manches Match gebogen. Denke mal nur an die Sternstunde in Barcelona oder ja, bei West Ham oder wo auch immer, ja, Real Betis. Ohne die Auswärtsspiele wäre es nicht so weit gegangen. Insofern bin ich da eigentlich gar nicht so pessimistisch. Ich auch nicht. Lissabon ist auch eine schöne Stadt und da werden sich die Frankfurter bestimmt auch wohlfühlen. Und vielleicht hat der Frankfurter Eintracht ist ja zuletzt das Schiedsrichterglück auch ein bisschen abgegangen. Vielleicht mit Hilfe von dieser Stelle kann man doch vielleicht auch in Lissabon mal gewinnen. Ich denke schon, Frankfurt wird alles reinwerfen. Die Eurofighter sind zurück. Es ist eine Europapokalmannschaft. Da sehen sie sich und da sehe ich sie auch. Frankfurt wird das Spiel gewinnen. Ja, schlechtes Omen vielleicht, dass ja Sporting im letzten Jahr schon die Heimqualitäten unter Beweis gestellt hat gegen den BVB. Ja, das war ja letztendlich für die Dortmunder tödlich in Sachen Weiterkommen. Ja, und, war ein Sargnagel von vielen. Ja, aber das, ja, sicherlich. Aber zu Hause sah es ja noch ganz gut aus. Ja, wie ja generell Sporting kurioserweise 13 der letzten 14 Gastspiele in Deutschland verloren hat. Bis eben auf diese 3-0 Machtdemonstration im Hinspiel gegen die Eintracht. Ja, zu Hause sind sie trotz dieses Siegs gegen Dortmund nicht unantastbar, muss man sagen. Ja, letztes Jahr, okay, Besiktas hatten sie 4-0 geschlagen, aber gegen Ajax 1-5 untergegangen. Ja, gut, Ajax hat die Gruppe natürlich auch dominiert, aber trotzdem natürlich keine Glanzleistung. Ja, die Frankfurter aber nicht so weit weg vom Spielstil von Ajax, finde ich. Ja, also in dieser Saison sicherlich, ja. Da ist ja Ajax jetzt nicht die Heldentruppe, ja, aber ja, so in die Richtung von der Spielidee her auf jeden Fall. Ja, und ja, um das zu komplettieren, diese Saison, Licht und Schatten, ja. Das 0-2 gegen OM, das war sicherlich so ein
Schock, muss man fast sagen. Ja. 2-0 zuvor gegen die Spurs gewonnen, aber ja, schlechter waren sie keinesfalls. Ja, aber ja, dann in der Schlussphase haben die Portugiesen ernst gemacht und dann doch noch etwas überraschend und schmeichelhaft gewonnen. Aber das war eben ganz zu Beginn dieser laufenden Runde. Ersten zwei Spiele haben sie gewonnen. Aus den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt geholt. Ja. Das heißt, Sporting doch da etwas auf dem absteigenden Ast. Und ich glaube, das Momentum liegt bei der Eintracht. Ja, also sie haben ja auch gegen Dortmund trotz des unglücklichen Endes gezeigt, dass sie richtig gut drauf sind, dass sie da eine ungeheure Power entfachen können. Da muss der Ball nur noch ins Tor. Ja. Und das ist ein ganz guter Moment, das jetzt am Dienstag zu liefern. Und ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Ja. Wer es absichern möchte und ihnen zumindest ein Unentschieden zutraut, was ja wie gesagt selbst für Platz 3 zu wenig sein könnte, gibt es eine 1,6. Ja, könnte man sicher drüber nachdenken. Ja, aber ich gehe auf die 3,0 und nehme einfach den Auswärtssieg, genau wie du. Ja, nehme ich auch. Ein bisschen ungünstiger ist die Ausgangssituation für Bayer Leverkusen. Die haben sich ja mit dem 2:2 gegen Atletico Madrid am Ende noch irgendwie im Rennen gehalten. Das war schon sehr kuriose Szene mit dem Elfmeter. Ja, die Schlussphase war denkwürdig. Elfmeter nach dem Schlusspfiff und ja, denkwürdig war auch, was Radetzky danach noch gesagt hat, wie es um die, den inneren Zusammenhalt der Mannschaft bestellt ist, sage ich jetzt mal. Aber jetzt steht ein Heimspiel gegen FC Brügge an. Dort hat man das Hinspiel 1-0 verloren. Das ist natürlich jetzt auch Teil der Bürde, die Leverkusen in dieser Saison mit sich rumträgt. Ja. Mal gucken, vielleicht haben sie ein bisschen mehr Glück mit Xabi Alonsos internationalen Fähigkeiten. War ja bisher damit auch jetzt nicht so weit her. Ja, also wenn man an die Champions League Heimpremiere des neuen Trainers denkt gegen Porto, das ging ja schon fulminant in die Hose. Mhm. Ja, und Vorteil jetzt vielleicht, Brücke zwar schon durch, ja, ist ja ein ziemlich sensationeller Ausgang in dieser Gruppe, ja, dass eben Atletico da auf jeden Fall auf der Strecke bleibt, bei Leverkusen nicht ganz so überraschend, ja, aber dass Brücke da mit 4 anfänglichen Siegen so durchpflügt, damit war ja nun wirklich nicht zu rechnen. Ja, ja. Und ja, jetzt haben die Belgier nicht mehr den Grund, da die ganz große Gegenwehr zu leisten. Das hat sich ja schon im letzten Spiel gezeigt, ja, diese 0-4 Heimschlappe gegen Porto. Mhm. Und damit war ja nicht unbedingt zu rechnen, nachdem sie in Portugal zunächst da selbst 4-0 gewonnen hatten. Ja, das heißt, da ist so ein bisschen der Faden gerissen. In der Meisterschaft Brügge jetzt auch nicht die Übermacht. Im Moment Platz 3, schon ein bisschen Rückstand auf die Spitze. Das heißt, die Titelverteidigung liegt da nicht auf der Hand. Ach, diese Doppelbelastung. Ja, deshalb eine sehr stabile Favoritenstellung für Leverkusen. 1,7, Unentschieden 4,6. Auswärtssieg 5,0. Theoretisch könnte Leverkusen sogar ein Unentschieden reichen für die Europa League. Ja, wenn Atletico beim FC Porto verliert, gewinnt Atletico, ist sowieso alles egal. Ja, mit ein bisschen Glück. Aber erreichen sie noch Platz 3 und ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen zu Hause gegen Brügge gewinnt. Ja, die einfache Quote von 1,7 ist mir jetzt ein bisschen zu niedrig. Da würde ich mal sagen, Leverkusen minus 1. Das gibt dann eine. 2,6. Ja. Klingt plausibel, aber wer kann in dieser Saison der Werkself noch wirkliches Vertrauen entgegenbringen? Naja, das 2:2 war ja schon jetzt wirklich eine Überraschung in Madrid. Ja, das hätte ich ihnen jetzt nicht zugetraut und haben sie ja doch relativ tapfer nach vorne gespielt. Okay, am Ende hätten sie es fast verloren, aber dieser Elfmeter, da kann man durchaus der Meinung sein, dass es ein Witz war. Ja, also ich hätte ihn nicht gegeben und viele andere vielleicht auch nicht. Ja, insofern ausgleichende Gerechtigkeit und eine neue, amüsante Anekdote zum Thema VAR. Ja, langsam genug Anekdoten. Lustige Anekdoten gibt es auch zu dieser Gruppe, in der Leverkusen und Brügge kicken, weil da doch klare Trends erkennbar sind. Brügge hatte die ersten 4 Spiele ja alle 0 gewonnen, jetzt zuletzt diese 0-4 Klatsche im Rückspiel gegen Porto. Das heißt, ja, in allen 5 Spielen hat nur eine Mannschaft getroffen. Und bei Leverkusen ist das immerhin auch in 4 von 5 Spielen der Fall gewesen. Ja, jetzt dieses 2:2, das erste Spiel, in dem wirklich beide Mannschaften eingenetzt haben. Mhm. Insofern eine sehr interessante Sache sicherlich, darauf zu tippen, dass hier nicht beide Mannschaften treffen. Mhm. Dafür gibt es dann immerhin schon eine 2,2. Wäre hier auf jeden Fall meine Wahl. Ja, einfach, weil ich natürlich auch Leverkusen im Vorteil sehe und denke, dass sie das machen werden. Ja, aber jetzt wirklich drauf tippen, da habe ich doch leichte Bauchschmerzen, muss ich sagen. Ja, da fehlt einfach... Ja, von Konstanz kann man ja gar nicht sprechen. Ja, also zu Konstanz gehört ja erstmal ein Anfang. Ja, und der Konstanz wurde noch nicht so richtig gemacht. Ja, das ist einfach alles ziemlich mau in dieser Saison, um es sehr positiv auszudrücken. Und insofern denke ich zwar, dass sie jetzt ihren eigenen Anteil dazu beisteuern werden, um Platz 3 zu erreichen. Ja, aber gehe lieber auf die Wette, dass nicht beide treffen. Ja, da also bei Leverkusen ist aktuell wirklich nur mit Vorsicht zu genießen.
Ja, ein bisschen weniger vorsichtig können sich jetzt die Bayern präsentieren. Die sind schon Gruppensieger, können jetzt Inter Mailand zum Freundschaftsspiel empfangen. Das Hinspiel haben sie bereits 2-0 gewonnen. Das ist eigentlich eine relativ einseitige Sache. Für uns ist es natürlich interessant, ja, gewinnen die Bayern das souverän? Welche Quoten gibt es dafür? Oder lohnt es sich vielleicht auch auf ein Unentschieden zu tippen oder eine doppelte Chance auf Mailand? Da müsstest du mir aushelfen. Wenn die Bayern denken, naja, wir sind durch, Bundesliga ist auch noch wichtig. Ja, durch sind sie ja definitiv. Ja, Gruppensieg steht fest. Ja. Und ja, geht es nach den Wettanbietern, machen sie jetzt eben auch ja, die 18 Punkte voll. Mhm. 1,5 für einen Heimsieg, ja, klare Favoritenstellung. Unentschieden 5,4, Auswärtsquote Inter 6,5. Ja, also doch klare Tendenzen für dieses Freundschaftsspiel. Ja, können ja beide relativ entspannt daran gehen. Ja, Inter hat ja auch den eigenen Beitrag dazu geleistet, dass Barca eben, ja, mehr denn je in der Versenkung verschwindet. Hm. Ja, eigentlich ist den Bayern nicht beizukommen in Champions League Vorrunden. Ja, sind ja jetzt seit mehr, ja, weit mehr als 30 Spielen ungeschlagen, haben die letzten 12 Gruppenspiele alle gewonnen. Ja, konnten erstmals überhaupt als ein Teilnehmer in der Champions League, ja, zwei perfekte Vorrunden aneinander knüpfen. Problem ist mit Inter, ja. Ja, gegen Barca gibt es ja diese Traumbilanz, ja, die wir ja mehrfach erwähnt haben. Gegen Inter sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da haben sie ja, gegen die noch nie ein Heimspiel gewonnen. Und man höre und staune. Drei Duelle gab es und ja, tatsächlich nur ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Ja, das Unentschieden gab es 2006 mal in der Vorrunde. Hm, ja, schön. Sehr fatale Niederlage im Achtelfinale 2011. Da hatten sie ja in Mailand gewonnen mit 1-0. Zu Hause dann 3-2 verloren. Nach der damals geltenden Auswärtstorregel war es das dann ja, mit dem Viertelfinale. Ja, und ja, etwas länger ist es ja im UEFA Cup, hatten sie ja, Ende der 80er Jahre auch daheim verloren. Da hatten sie es dann aber durch ein besseres Auswärtsresultat eben wieder gedreht. Ja, also da ist es wirklich so, dass das Duell eine klassische Domäne für die Gastmannschaft ist. Ja, insofern ist natürlich die doppelte Chance X2 aus statistischen Erwägungen zumindest eine sehr interessante Sache, zumal es eine 2,8 gibt. Das klingt sehr interessant, da bin ich ja fast geneigt, das zu nehmen, aber ich würde sagen, es gibt ein Unentschieden. Da ich seit neuestem auch Champions League tippen kann, vertraue ich da einfach mal meinen Nimbus und denke, ach, die Bayern, die werden sich da ein bisschen schonen. Ja. Inter hat zwar prinzipiell auch allen Grund, sich zu schonen. Ja, sie sind ja in der Serie A auch nicht so weit vorn, wie sie sich das wünschen würden, prinzipiell. Aber ich traue es ihnen durchaus auch zu, dass sie da was mitnehmen. Ja, aber ja, mein Tipp geht hier zum Spieler der Stunde des FC Bayern, ja, der ja jetzt einfach in jedem Spiel trifft, ja, auch in jedem seiner letzten 4 Champions League-Spiele getroffen hat. Der Bundesliga auch der neue Mittelstürmer Choupo-Moting. Denke mal, dass er es auch gegen Inter schafft, ja. Und ja, wenn er jetzt nicht über 90 Minuten geschont wird, stehen die Chancen doch da sehr gut, dass er es macht. Eine 2,4 gibt es für einen Treffer zu einem beliebigen Zeitpunkt. Ja. Für Sané übrigens auch. Der war jetzt zuletzt auch durchaus ja, dabei, sich in WM-Form zu bringen. Aber ja, meine Wette geht natürlich an den Knipser vom Dienst. Zeit wird es ja, schön, dass Choupo-Moting auf seine älteren Tage dann doch nochmal zu voller Blüte gereicht. Ja, die alten Stürmer, ne? Die sind es, ja. Ja gut, ältere Stürmer, da muss Leipzig noch ein bisschen drauf warten, bis Timo Werner und Silva das notwendige Alter erreichen, wenn sie nicht vorher wieder hin und her transferiert werden. Ja, Leipzig muss zum Auswärtsspiel Richtung Schachtjor Donetsk. Wo findet das statt? Das findet in Warschau statt. In Warschau, ja. Da müssen die Leipziger ein bisschen was wieder gut machen. Das Hinspiel ging ja grandios mit 4-1 verloren. Und ja, sie dürfen auch nicht verlieren. Also da ist genug Anreiz dabei für Marco Roses Mannen, doch da einen Auswärtssieg zu landen, oder? Definitiv, ja. Also mit einem Sieg sind sie durch. Und waren ganz nebenbei noch die Chance auf den Gruppensieg. Ja, für den etwas doch unwahrscheinlichen Fall, dass Real gegen Celtic da nochmal was anbrennen lässt. Ja, ist sicherlich nicht damit zu rechnen, aber schon mit Blick eben auf die sichere Qualifikation für das Achtelfinale ist das natürlich durchaus ein Anlass, sich da nochmal ins Zeug zu legen. Und auch wenn es Hinspiel nun alles andere als wunschgemäß verlaufen ist, damals ja wirklich haushohe Favoritenquoten für die Sachsen. Ja. Gibt es jetzt wieder eine solide Favoritenstellung, ja, aber diesmal lohnt es sich schon eher, da auf einen, ja, einfachen Sieg zu setzen. Ja. Letztes Mal musste man ja noch zu Handicap-Wetten greifen, um sich dann komplett zu blamieren damit. Ja. Aber ja, diesmal ein einfacher Auswärtssieg, eine 1,8, Unentschieden 4,3. Heimsieg, wenn man es so sagen will, für Schachtjör bringt eine 4,7. Ja, ach, ich traue den Sachsen da auch einen Auswärtssieg zu, definitiv. Ich habe ja schon richtig gelegen mit meinem Tipp, dass sie zu Hause gegen Real Madrid gewinnen werden. Daher habe ich da jetzt auch ein bisschen Höhe und sage, die Leipziger, die gewinnen auch da in Warschau gegen Donetsk. Kann nicht so schwer sein.
sollte drin sein, ja. Zumal es ja so gewisse Parallelen gibt, gefühlt, ja, zur letzten Saison. Da hatte sich ja Leipzig auch so einen richtigen Klops zu Hause geleistet gegen Brügge, ja. Hm. Okay, das ging nur 1-2 aus, aber ja, in Richtung Achtelfinale war es dann schon fatal, ja. Und dann haben sie wirklich blutige Rache geübt. Glatter 5-0 Sieg im Rückspiel, ja. Insofern geht meine Tendenz hier auch in Richtung deutlicher Sieg. Schon allein deshalb, weil Schachtjör eben, ja, wie Leipzig eben gegen einfache Gegner bevorzugt zu Hause gewinnt, gewinnt Schachtjör, wenn überhaupt, gegen deutsche Mannschaften eben nur auf deutschem Boden. 2 von 11 Spielen gegen deutsche Teams haben sie nur gewonnen. Ja, den ersten Dreier gab es in Hoffenheim, den zweiten Dreier kürzlich in Leipzig. Ja, und jetzt gibt es eben die Revanche, ein deutlicher Sieg für Leipzig. Da bin ich doch relativ zuversichtlich. Ich würde Handicap -1 nehmen und es sogar für vorsichtig halten. Bringt eine 2,85. Im Hinterkopf habe ich natürlich die Leipziger Auswärtsschwäche. Ja, aber in Schottland hat es ja auch ganz gut geklappt. Ja, vielleicht bezieht sich das ja wirklich nur auf die Champions League, zumal sie auch bei Real Madrid ja einen ganz ordentlichen Auftritt hatten. Das sollte reichen, um das souverän nach Hause zu bringen. Ja, doch, da gehe ich doch mit. Ja. Kopenhagen, BVB haben wir zum Abschluss noch ein Freundschaftsspiel. Ja, auch das Unentschieden von Dortmund gegen City hatte ich richtig getippt. Das war interessant zu sehen, dass die Dortmunder da auch mal Beton anrühren können. Ja. Warum gelingt ihnen das nicht in der Bundesliga? Das Hinspiel hat der BVB 3-0 gewonnen, also auch den direkten Vergleich. Da sollte eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Das heißt, ja, müssen sich die Dortmunder da strecken oder reicht ihnen da vielleicht auch ein Unentschieden? Oder wollen sie das überhaupt? Naja, also in der Gruppe ist ja wirklich alles entschieden. Ja, ja. Kopenhagen ist definitiv raus. Dortmund auf Platz 2 festgetackert. Ja, da tut sich nichts mehr. Also wirklich eben auch nur der Kampf um die goldene Ananas. Und ja, dafür gibt es aber sehr ordentliche Quoten für den BVB. Eine 1,8 nämlich. Unentschieden 4,2. Heimsieg für die Dänen eine 4,8. Ja, ja, aber Problem in diesem Fall, dafür müssten die Dänen ja erstmal ein Tor erzielen. Ja, und mit einem Torverhältnis nach 5 Partien von 0-11 lässt vermuten, dass das bisher eben nicht so richtig gut geklappt hat. Ja, und immerhin mit der Einschränkung, dass sie ja auswärts richtig auf die Fresse gekriegt haben, nämlich alle 11 Tore in der Fremde kassiert. Zu Hause 2-0-Nummern, ja, also gegen Manchester City und eben Sevilla. Mhm. Also ja, sicherlich gegen die Citizens, die sind da nicht in Bestbesetzung angetreten. Ist ja bekannt, Haaland wurde geschont und so weiter. Ja, aber trotzdem muss man das erstmal hinkriegen. Das heißt, das Beton anrühren klappt zu Hause eben schon ganz gut. Ja, und die Null auf der Habenseite, ja, die stand eben auch in den bisherigen Duellen gegen Dortmund. 3 gab es bisher, ja. 2 einstmals in der Europa League. Jetzt das Hinspiel, das 0-3. Ja, Torverhältnis danach, die 3 Spiele noch etwas moderater mit 0-5. Ja, aber zeigt eben doch ja, einen gewissen, ja, Klassenunterschied, sage ich mal. Ja, ich glaube, davon kann man sprechen, wenn man sich da den Tabellenstand anguckt. Und liegt natürlich nahe, darauf zu tippen, dass es entweder 0-0 ausgeht. Ja. Ja. Oder eine schöne Quote von 15 oder dass der BVB eben 0 gewinnt. Ja. Bringt eine 2,95. Ja, vielleicht gibt es irgendwo auch eine 3. Nicht unattraktiv, mit der Einschränkung aber auch hier, dass ja, Dortmund jetzt nicht die solideste Abwehr in der Fremde hat. Ja. Wenn man sich da die letzten Gastspiele vor Augen führt, dass ja, auch dieser glorreiche Sieg in Frankfurt, ja, das haben sie jetzt ja nicht alles ganz solide wegverteidigt, auch in Hannover 2-0 Sieg, ja, aber. Da komme ich immer nicht drüber klar, dass da 6 Dortmunder um einen Hannoveraner herum muss dann und der frei zum Schuss kommt. Naja, aber ja, Dortmund hat auch weiter noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Das heißt, vielleicht möchte man dem einen oder anderen Stammspieler da auch mal eine Pause gönnen und reißt jetzt vielleicht nicht mit der kompletten Kapelle an. Andererseits ist es Champions League und so Leute wie Bellingham, die wollen und eigentlich immer spielen und spielen auch immer. Und das könnte dann vielleicht auch schon für einen Dortmunder Sieg in Kopenhagen reichen, wenn da einer mal meint, ich habe Lust und einen Geniegedanken und ich schieße jetzt mal ein Tor. Ich tippe aber hier das Unentschieden. Ich denke mal, das wird ein lockeres Auslaufen in der Vorrunde geben. Ja, und ich treibe es auf die Spitze. Ja, letztes Spiel der Vorrunde, was wir hier tippen, da muss man mal in die Vollen gehen. Ich nehme tatsächlich das 0-0. Mhm. Ja, haben sie ja gegen Manchester City auch schon ganz erfolgreich erprobt. Insofern, ja, lassen sie es austrudeln. Ja, Kopenhagen wird nichts dagegen haben, wenn es so endet. Dortmund wird damit auch leben können. Ja, und ich freue mich über eine Quote von 15, falls das tatsächlich eintreten sollte. Da freue ich mich doch mit. Ja, große Freude bei uns beiden. Ja, wie sieht es bei euch aus? Ja, was sind denn eure ja, Risikotipps zum Abschluss? Ja, sind ja doch einige richtige Gänsehautpartien dabei. Ja, also gerade die Frankfurter Gruppe, das ist ja nichts für schwache Nerven. Freue ich mich sehr drauf am Dienstagabend. Ja, wie immer, schickt uns eure Tipps, Kommentare, Hinweise, Ergänzungen. Verbesserung, ja, falls sowas möglich ist. Ja, wir sind für alles dankbar und lernfähig.
wieder zeigen. Ja, hat mich ja extra in Schale geworfen schon, um ja, euren Wünschen Rechnung zu tragen. Ja, unfehlbar sind wir nicht, aber wir... Ja, aber Jan ist verdammt nah dran, ja, muss man ja schon mal sagen. Und insofern kann ich euch nur empfehlen, abonniert uns. WM steht vor der Tür. Ja, Überraschungen sind im Anflug, ja, will jetzt nicht zu viel sagen, aber ja... Einige Trainer sind vom Markt, ja. Wenn jetzt Entlassungen sind, werden sie nicht zur Verfügung stehen, weil sie eventuell bei den Wettfreunden sind. Ja, lasst euch überraschen. Insofern bleibt uns gewogen und schaltet am Mittwoch wieder ein, wenn es dann in den nächsten Spieltag der Bundesliga geht.